Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute unterwegs und zwar sind wir hier im wunderschönen Deutschland. Auch hier ist leider der Herbst schon gekommen, aber macht uns gar nichts, weil wir sind heute unterwegs und holen uns ein Winterprojekt. Da wird uns mehrere Videos in Anspruch nehmen. Es ist etwas ganz Spezielles, vor allem für die deutschen Zuschauer, kann ich mal sagen lassen. Es ist ein Hercules Prima GT. Die gehen wir jetzt hier ganz in der Nähe anschauen. Hoffen, wir können am Preis noch etwas machen, weil es ist gerade ein bisschen über dem Budget. Ich glaube, das klappt, aber jetzt ist ein Käffeli Choco Croissant und dann sind wir on Achs. Und dann sind wir unterwegs. Let's go! Also ich weiß ja nicht, wo mich da der Roger genau anführt, aber es ist einfach gar nichts. So, ich glaube, wir sind jetzt da. Es ist zwar eine Sackgasse, aber Navigationsroger hat gesagt, es ist hier in der Nähe. Roger, der führt mich hier über Wald und Wiese. Jetzt muss ich hier retour runterfahren und alle Menschen anlügen, dass wir hier ein Zügelunternehmen sind. Wie Movers, wie Movers. Oder immer du. Oh, da ist ein Baum. Huch. Roger hat mich wieder das falsche Ort geführt. Da sind wir hier retour in Pampa rausgefahren. Dabei wäre es gerade an der Hauptstrasse gewesen. Gut, sind wir retour runter. Julian. Servus. Hi. Das ist das gute Stück. Genau, ja. Wie gesagt, Hercules Prima GT. Genau, das ja. Das ist richtig. Als Schweizer kennen wir die Dinger eigentlich gar nicht. Ich habe das Mofa vor 2 Jahren gekauft. Besonderheit bei der GT ist, dass sie 3 Gänge hat. 3 Gänge, aber 25 maximal. Genau, ja. Und die läuft? Leider nicht. Die stand jetzt längere Zeit, 3-4 Monate. Die läuft kurz an, wenn sie anläuft, und dann säuft sie gleich wieder ab. Besonderheit bei der GT ist nur, dass sie Bremslicht hat. Ja. Können wir sie kurz ankicken? Wir können es probieren. Ich hab gehofft, du probierst. Ah, so gut. Hat schon Bock. Nö. Was soll sie kosten? Ich habe sie für ein eBay für 1199 drin gehabt. Ja. 1000 könnten wir machen. 1000? Oh. Also komm. Alles klar. Cool. So leuchtet Business, Junge. Was für ein Business, Alter, wir geben nur Geld aus, Digga. Das ist Business. Roger, einladen, machen wir weiter. Cool. Ja. Komm mal kurz Kohle. So, der Roger und ich sind zurück von unserem Deutschland-Abenteuer. Für die deutschen Töffelbuben, die es nicht verstehen. Da unten sind die Untertitel. Klickt drauf. Wir haben die jetzt hier abgeladen und ich habe auch gerade schon eine Hilfe geholt in der Tour Nummer 3. Der Luc vom Kundendienst hilft mir heute, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Wir haben ja gesehen beim Start, es ist nicht gekommen. Wir wollen jetzt mal schnell schauen, was es ist. Schnell den Vergaser abnehmen, die Düsen anschauen, vielleicht schnell die Zündung anschauen. Wir stellen jetzt mal hier auf dem Mofa-Parkplatz. Die hat 2 Benzinhändchen, laufen hier zusammen. Luftfilter ist hier dazwischen irgendwo. Ja, und das ist einiges Spezielles. Der Motor ist ja ein 506-3. 3B, ja. 3B. Oh, schau, der seicht. Oh, Kehre. Heilige Bimbam. Hilfe! Der Vergaser soll ich abnehmen. Ich glaube auch. Aber eben startet er natürlich gleich nicht. Dann haben wir gesagt, im Null, gell? Und dann musst du die Kupplung drücken und dann pedalen. Du musst ohne Kupplung. Ja, der läuft schon fast. Schieb mir schneller, du faule Äffchen! I like! Also, du schaust die Zündung an, ich schaue den Vergaser an. Gut finde ich, dass wir einen Lumpen dabei haben. Lumpen ist immer gut. Das stimmt. Nein, ich glaube nicht, aber im Veloräumchen hat es. Vielleicht. Das ist ja jetzt nicht mehr Veloräumchen. Das ist ja leer jetzt, komplett. Jetzt müssen wir zuerst schauen, ob das sich zündet. Mal schön mit der Kerzenschlüsselkerze raus, anlangen, die Zunge anheben. Ja, wenn du das machst, ja. Eben! Es ist einfach rum. Oh shit! Hast du den einfach rausnehmen? Mit Rage. Haben wir nicht drinnen. Was? Haben wir nicht? Nein, haben wir nicht. Wo ist die scheiß Rätsche? Ja, fertig. Weißt du, Mann, wer macht denn die Kerze so hier? Komm mal einen Rage. Ah, gut. Geil. Hast du Rätsche? Probier du. Dann denke ich, bis ich komme, ist er sicher los. Heb sie mal an, ich trampe. Also. Gut. Da müssen wir auch ändern. Da hat einfach keinen Filter dran. Dann geht nicht. Oh, der hängt aus. Oh, der hängt ein bisschen. Ich sagen, überlaufen. Das Schwimmniveau ist nicht so gut. Sieht ja aus. Oh, oh. Wird zwar schon durchkommen. Durchgängig. Ja. Oh. Gewinde kaputt. Das ist immer das gleiche Problem mit dem hohen Gummi drüber, Mann. Sollen wir schon schauen, ob er überläuft? Komm, schau, du musst. Und wie? Sehr gesund, doch?
Das war einfach durchgehend versoffen, weil der Schwimmer halt aufgemacht hat. Da wollen wir die Musik von Top Gun hinterlegen. Richtiger Racer, hä? Oh. Da haben wir halt der Spass. Lauf! Lauf, du Schüssel! Im dritten Gang! Woo! Das ist, glaube ich, nicht getunt, Mann. Für 1000 Stutz haben wir schon einen rechten Schrott gehabt. Du machst die Zündung auf, ich hole eine neue Zünd. Kerzenzeit. Es ist wieder Kerzenzeit. Jetzt mal, Mann! Checken wir die Zündung ab, oder? Ja. Next Step. Geil. Und ihr könnt in dieser Zeit gerne mal in die Kommentare schreiben. Geiles Projekt, nicht geiles Projekt. Ich weiss, die Deutschen feiern es, glaube ich. In der Schweizer bin ich nicht ganz sicher. Schreibt es gerne in die Kommentare. Zündung mit ausliegenden Zündspulen. Ja? So, da. Blade Leeren, ich mach Gürze. Ich will schon jetzt wieder anzogen, Mann. Atza! Ja, er funkelt. Funkelt da? Ja, das ist unterbrechen. Also funkelt drüber hier. Funkelt zwischen unterbrechen, ja. Was ist denn da, Mann? Ich reg mich schon nicht auf, aber das ist schon nicht normal! Das ist mein Endli. Ah, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Wenn du einfach im dritten Gang anfährst, Joke ziehst, gleichzeitig Gas gibst und ein bisschen daran glaubst, dann fährt er echt tiptop. Ich glaube, da können wir so lassen. Erfolg! Lauf. Das Ding braucht echt noch ein bisschen Liebe. Ja gut, also die Zündung müssen wir machen. Weil je nachdem, was passiert mit dem ganzen Hübeli, wird das vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen anders gestylt und ein bisschen ein Töffli vielleicht mehr. In der Schweiz darf man ja 30 fahren, sprich die 5 km/h, die holen wir sicher noch raus. Sandra, könnt ihr entscheiden. Tuning, nicht Tuning, Strippen, nicht Strippen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen rauf. Oh. Das ist leider trotzdem ein neues Studio. Ist der Aufweg immer noch gleich beschissen. Du musst jetzt lupfen. Klopft mal! Aber. Das ist kein Trial. Juhu! Ruhig bleiben. Zurück im neuen Studio, bei uns ohne Tageslicht. Der Luke hat gerade noch eine fantastische Feststellung gemacht. Radsdrehrichtung, wenn wir fahren. So. Drehrichtung vom Schwungrad entgegen dem Pfeil. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland gang und gäbe ist und man das so muss machen, aber das wäre dann das falsche Schwungrad. Könnte noch ein Fehler sein, ja. Und dann wird es vielleicht auch schöner laufen. Aber wir müssen das Ding sowieso ersetzen, das heisst, das muss sowieso weg. Genau. Noch ein richtiges Schwungrad drauf, alles Paletti, gut ist. Aber super Zündung. Affengeil. Ich habe gesagt, da. Ja. Das ist rechts drin. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ist abgeraspelt. Gut. Ja, ein bisschen rostet, dann müssen wir ein bisschen scotchen. Das haben wir in Deutschland eigentlich auch scotchen. Also meinen die immer, wir sind am Saufen. Ah, oh, der hat links gewinnt. Ist das normal, dass Spö abgeht, wenn du die Düse nie schraubst? Ja, da kommt das Gewind oben raus. Der kann nicht laufen. Und vor allem hast du gesehen, da kommt der Wind raus. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Neue Vergaser. Dann können wir alternativ unten machen. Also, der Lou, der kommt hier durchgehend nur mit schlechten Nachrichten, oder? Vergaser ausbauen, Blaster einmal durch, der ist hinüber, sagt er. Da haben wir einen neuen Vergaser. Roger ist geholt. SRF. 17. Kommt der hier hin? Ich hoffe, der funktioniert, weil der steht ja dann da so ins Gerät raus. Luftfilter, da haben wir. Sieben Klammern, machen wir drauf. Kein Thema, oder? Jetzt sind wir da geholt mit unserem Sackgeld. Dann kommt der Lou, oh ja, da, die Zigarre ist auch ein Zeichen, oder? Sollen wir noch einen Auspuff holen? Roger, kannst du gerade noch mal ins Lager haben. 22 9 1 0 0. Geil, danke Rauscher. Danke. Bitte. Also, next steps, Vergaser anhängen, Ketten einstellen, Auspuff an, das Ding starten und fahren. Viel zu fest gespannt, Ketten. Und da ist das Gewinde auch kaputt. Wir sehen, wir sind an den, ich würde gerne sagen, letzten Arbeiten und alle haben Präsent, weil es ist eigentlich Mittag. Aber das Ding muss noch schnell laufen. Oh, fuck you. Alle sind zufrieden. Als er gehört hat, dass es Mittag ist, hat er gerade den Stehbolzen abgewürgt. Ich schmeiß jetzt hier gerade Mutter drauf. Er ist in dieser Zeit noch irgendein geheimes Tuning am machen. Baut man da wieder einen schönen Tisch hin, ich sehe es schon kommen.
Wichtig, Schutzkleidung. Nicht, dass nachher etwas brennt. Hey. Ah! Nein! Der Bolz ist jetzt einfach 5 mm weiter rein abgebrochen. So, jetzt tun wir bohren. Neues Gewind, M7. Geht gerade so. Nicht ideal, aber geht. Gas ist dran, neue Schläuche, Filter ist auch dran. Griff eben auch, genau. Läuft! Geil! Hallo! Ich hol noch schnell einen Helmut, du kannst gerade eine Runde drehen. Ich sehe, der Luft braucht er auch noch liegen. Ob das so Not tut? Oder falsch luft irgendwo? Haben wir noch surft? Also sieht eh nur nach Wasser aus, ehrlich gesagt. Oh. Du, ich glaube, du hockst wahrscheinlich in den Kundendienst rein und ich rufe dir, wenn ich hier mit den nächsten Arbeiten fertig bin. Vielen Dank. Also das mit Wasserstofffahren funktioniert leider auch bei uns noch nicht. Rauscher macht sich vom Acker. Jetzt macht er das schon wieder. Nein, Roger, was machst du? Fail. Jetzt schnell den GT hier auf Vollglanz bringen, oder? Weil das Ding läuft jetzt endlich. Richtig Mühe gehabt, weil wir Wasser im Gemisch hatten. Wir haben 3-mal gespült. Jetzt sollte es in Ordnung sein. Wie schnell? Gehen wir jetzt ganz schnell auf unsere Rennstrecke testen. Weil dann nimmt das alle Wunder. Also, erster Gang. 14. Zweiter Gang. 26. Und dann im dritten. 34. Der geht nicht. Also, 34, 35, ganz windschnittig. Was aber noch wichtig ist, geht ein Burnout. Oha! Ja, ja. Also, das Ding läuft zwar nicht wahnsinnig fest, aber es ist ja auch original, es sollte 25 laufen. Ja. Läuft jetzt fast 35. Eigentlich noch ein witziges Ding. Ihr schreibt es gerne in die Kommentare, wie seht ihr das Ding? Café Racer Umbau, Goldwing Umbau, das würde ich noch fühlen. Wir beenden hier aber das Video für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr lasst ein Abo und ein Like da. Der Luke geht jetzt auf seine wohlverdiente Jungfrauungsfahrt, macht noch ein paar Kilometer. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Ja, anstoßen. Was für eine Bühne, Mann!